Joho, Minecraft-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft oder vielmehr mein Vlog und nebenbei spielen wir Minecraft, denn die meiste Zeit beschäftigen wir uns überhaupt nicht mit Minecraft, sondern das ist mehr so eine Art Videotagebuch, das noch etwas anderes als bildlichen Inhalt hat, außer meiner Fresse. Wahnsinn, oder? Und wie kommen wir dann heute zu diesem provokanten Titel? Ich weiß jetzt schon, dass das ein provokanter Titel ist, weil das ist ein Thema, das hatte ich mir jetzt eigentlich gestern schon zurechtgelegt, aber ich konnte gestern einfach nicht aufnehmen. Mein Mark hat einfach gesagt, boah, nee, du legst dich jetzt hin, du blöde Kuh. Warum, wieso hast du getrunken Cola? Bist du dumm oder was? Das ist alles meine Schuld gewesen. Naja, bin überhaupt stehen geblieben beim Bauen. Ich versuche das nicht mal nebenbei herauszufinden. Wir haben einen sehr provokanten Titel, weil das etwas ist, das ich selber die letzten Tage tatsächlich mal, oh, es klingt falsch, wenn ich jetzt sage, beobachten durfte, aber etwas, was mit dieser Thematik, über die wir sowieso jetzt in letzter Zeit viel geredet haben, zu tun hat. Wir könnten anfangen, den unteren Turm zu bauen. Ja. Jedenfalls hatten wir ja sehr viel die Wirkung von Aussagen und Meinungen besprochen. Und im Rahmen dessen hatten wir uns auch noch die Thematik vorgenommen, dass das Ganze halt auch was mit einer gewissen Machtausübung zu tun hat. Also, dass man in seinen Kommentaren... Da habe ich diese jetzt gebaut. Kann man die wieder zurückbauen? Nee, aber dafür kann ich jetzt Sizzle Stone Bricks machen. Okay. Läuft bei mir. Wir hatten das kurz... Ich hatte es jedenfalls nur kurz angerissen, die Thematik dahinter, dass halt solche Kommentare, das provokante Kommentare, dass Kommentare in der Art und Weise, wie sie eine abgeschlossene Meinung darstellen, durchaus dazu führen sollen, jemanden zu provozieren und dass das halt ein Machtspielchen ist und dass solche Machtspielchen und auch zickige Kommentare und das Angequengel von Freunden untereinander und dieses, ich mag das, ich mag das, ich mag das aber viel lieber als das, dieser ganze Zickenkrieg, dass das halt sehr viel mit Machtspielchen zu tun hat und diese Machtspielchen wiederum sehr viel mit unserer eigenen Sexualität zu tun haben. Das ist nichts Neues, da haben wir schon oft drüber geredet, weil ich es sehr wichtig finde, weil ich persönlich als Jugendlicher im Alter, ich würde jetzt sagen, im Alter von den meisten meiner Zuschauer, könnte man jetzt sagen. Also ich sage jetzt einfach mal ganz frech, in eurem Alter habe ich halt vieles davon nicht gewusst. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich es gewusst hätte. Dementsprechend rede ich ziemlich häufig darüber, dass Macht etwas mit unserer Sexualität zu tun hat. Völlig was vollkommen Normales. Das ist eine der höchsten Antriebskurbeln unseres Lebens. Sich fortpflanzen zu wollen, nicht allein sein zu wollen, einen Partner zu haben, nicht nur geliebt zu werden, sondern halt einfach auch das auszuführen, wozu unser Sexualtrieb uns immer wieder bringen möchte. Fortpflanzen, los, pflanz dich fort, deine biologische Urlaub ab, los, sofort, jetzt gleich mit dem da hinten um die Ecke. Das ist halt einfach so. Das ist auch unterschiedliche Phasen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gerade als Teenager, aber auch später ist es vollkommen normal, dass man, was weiß ich nicht was, wochenweise die Phase hat, dass man irgendwie alles und jeden Typen toll findet und dann innerhalb von dem Umwechsel von Stunden sagt dir dein Sexualtrieb, nee, jetzt will ich nicht mehr. Und dann denkst du dir plötzlich, nee, was, wirklich? Ja. Und das sind alles so Dinge, mit denen kommt man klar, wenn man älter wird. Das sind Sachen, die erfährt man mit der Zeit und das erlebt man. Das ist halt einfach so. Und das ist nichts Schlimmes. Aber was ziemlich Schlimmes ist, wenn das Ganze noch neu ist und man diese Erfahrung gerade erst macht und das Ganze in jungen Jahren dann noch etwas unbeholfen ist. Es ist sehr schlimm, vor allen Dingen dahingehend unter Freundschaften, weil man im jungen Alter, ich würde sagen, also mit 10 fängt die Pubertät tatsächlich schon an. Ich würde sagen, oh, die Webcam leckt heute so ein bisschen, kann das sein? Ich gucke mal gerade, ob ich die Webcam ein bisschen entleckt kriege, nebenbei. Weil man in jungen Jahren, also mit 10 fängt die Pubertät halt ja quasi schon an, ein bisschen unter diesem, Moment, ich resette die Webcam mal gerade kurz, unter diesem Stresspegel steht, der unterschiedlichen Entwicklung. Hat sie sich resettet? Sie hat sich resettet, alles gut. Schön. Also, es trifft ein unterschiedlicher Stresspegel drauf zu, weil der eine ist weiter in der Pubertät als der andere. Das sind hier zwei, ob ich das da auch so hinkriege. Ich male mir das mal auf.
Man ist in der Pubertät ja unterschiedlich entwickelt. Nicht jeder kommt gleich in die Pubertät. Also bei mir hat die viel später angefangen. Und das war dementsprechend richtig ätzend teilweise, weil das halt einfach auch keiner verstanden hat oder da Verständnis für hatte. Nee, das sind ja gar nicht Dreierschritte, das sind Zweierschritte. Wieso habe ich da an Dreierschritte gedacht? Das hat halt einfach auch niemand irgendwie akzeptieren oder verstehen können. Und dementsprechend hatte ich es ein bisschen schwieriger, bin da halt überall nicht mitgekommen. Ich mal mir das gerade einfach mal so ganz billig in Paint. Paint halt die Fresse! Paint, Paint, du Bitch, du. So, alles gut. Hab Paint beleidigt, fühle mich jetzt besser. Auch so Sachen, die habe ich in der Pubertät gelernt, Leute beleidigen. Hätte ich früher als Kind nie gemacht. Mm-mm. Aggressivität kommt halt auch mit einem hohen Maß der Sexualität, ja. Ah, du bist immer so aggressiv! Nein, das hat gar nichts zu sagen. Was? Nein. Ich denke mal, ihr habt das vielleicht in euren Freundeskreisen auch schon. Wieso wird's nicht? Es wird nicht Tag, weil hier noch jemand ist. Ich weiß, dass hier jemand auf meiner Map sein muss. Es wird im Bette nicht Tag. Gebe es sich hinweg. Ich möchte, dass es Tag wird. Los, sofort. Aha. Geht doch. ja, ich bin Inspektor Gadget. Ich weiß solche Dinge. Bist du nicht. Ah, sehr gut. Moment, ich wollte keinen Screenshot machen. Ich wollte ein Herzchen machen. So. Das ist halt immer so gut. Die müssen immer, wenn mich jemand auf meiner Karte stalkt, muss man immer kurz runter, damit ich Tag und Nacht machen kann. Ah, wenn ich jetzt da runterspringe, mache ich mir Aua. Ah! Okay, das war ein Scheinsprung. Ah! Okay, jetzt. Au. Übrigens habe ich im Rahmen des Minecraft-Servers bin ich überhaupt auf diese Thematik gekommen, weil ich gesehen habe, wie das Verhalten von manchen untereinander in jüngeren Jahren doch recht interessant ist. Und deswegen bin ich auf diese Thematik und jetzt kommen. Das finde ich, weil die dich so gerne haben. Ja, ja, ja. Jetzt kommen wir auf die Thematik und den Titel der Folge. Sechs Spielchen unter Freunden. Was ist darunter zu verstehen und was meint die Honey damit? Und ist jetzt irre geworden, was war das, Musik? So eine Wortwahl zu nehmen, weil das kann man doch nicht bringen. Das ist doch missverständlich. Nein, das meine ich ganz ernst. Denn in jungen Jahren testet man seine Sexualität aus und man reizt sie auch aus. Und es bilden sich gerade in der Schule viele Freundschaften, die mehr so Zweckfreundschaften sind, weil man halt so zusammenhängt und da kein perfekter Freundeskreis dahinter steht, der auf gleichen Interessen basiert oder halt eben Liebe, die sich bei guter Freundschaft mit der Zeit einfach entwickelt, hatte man dort oft Leute aufeinander sitzen, die alle, sagen wir mal, ich sage es jetzt mal so, sexuell etwas geladen sind, weil halt noch Pubertät und so, verstehen sie. Ja, unglaublich, oder? Und die dann untereinander Machtspielchen machen, ohne Ende, weil das einfach bedeutet, ja, ich habe dann Vorteile in der Gruppe oder ich wirke dann cooler und ich möchte hier der coole Proll von der Gruppe sein. Und das sind diese Gedanken dahinter, dieses Recht haben untereinander, das gegenseitige sich damit auf die Nerven gehen, das gegenseitige anzicken, auf eben dieser Ebene. Geht hier genau in den Gang rein. Das ist eigentlich gar nicht mal so kacke. Ich muss mir das jetzt nur gleich nochmal von oben angucken. Ich meine, das hätten wir nämlich da auch so gemacht wie hier. Das müsste eigentlich damit richtig sein. Und dann hat man so Gruppen und ich sehe das halt ganz gerne auch immer in Videospielen, auf Teamspeak-Servern von Leuten, die halt miteinander zusammen spielen und bei denen dann halt die Hormone überkochen. Und dann fangen diese Machtspielchen an. Sich gegenseitig mobben, anzicken, einen in der Gruppe ausschließen, das Aufwiegeln, das Erzählen von Lügen, das fanatische Festhalten an irgendwelchen komischen Gruppenritualen und so weiter und so fort. All das hat tatsächlich einfach nur etwas mit dem Paarungsinstinkt zu tun. Und man muss einmal dafür akzeptieren, dass der manche Menschen dumm macht, dass die auch nichts dafür können. Aber dass man sich vielleicht auch schon in jungen Jahren von diesem Teufelskreis ein bisschen befreien sollte. Ja, das sieht tatsächlich genauso aus wie da. Habe ich ja gut gemacht, geil. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den er mich nicht aufgeklärt hat, als ich jung war, weil man halt so weit gar nicht denkt, dass ein Kind sich dafür interessiert oder das dann nachempfinden könnte oder verstehen könnte. Aber es hätte mir sehr geholfen, zu verstehen, warum sich meine Mitschüler auf einem gewissen Grad sehr seltsam untereinander verhalten. Weil das, was man dort oft als Freundschaften sieht, ist dann keine Freundschaft. Das ist ein
Versuch, sich gegenseitig zu zerstören teilweise. Wirklich ein Versuch, sich gegenseitig kaputt zu machen, sich in eine bessere Position zu rücken, den einen gegen den anderen auszuspielen und besser dazustehen. Und dann bei Videospielen merkt man das oft bei Gruppen so, auch gerade in Minecraft, dieses, das sich gegenseitig untereinander abschlachten und sich anzicken und tun, dass man so diese Aggressivität hat, dass man auch diese Spiele miteinander spielt, dass man quasi richtig Probleme provoziert. Also Sachen, die später mal problematisch werden können. Weil ich meine, wann immer du irgendwelche PvP-Sachen spielst und du weißt genau, das hat bis jetzt immer nur zum Streit in der Gruppe geführt und du machst es wieder und wieder und wieder und wieder und jeder lässt sich drauf ein. Das ist auch so eine... hat auch mit diesem Machtspiel zu tun. Ne? Dieser, es vielleicht doch diesmal zu schaffen, der Beste zu sein oder besser oder cooler rüberzukommen als die anderen. Und das ist halt in diesen Gruppen, die sich immer als Freunde bezeichnen, finde ich manchmal ganz schön dramatisch, weil man sich gar nicht bewusst wird, dass vielleicht der ein oder andere, der darunter etwas sensibler ist, schwer darunter leidet oder damit nicht zurechtkommt. Oder dass man sich halt einfach auch selber übelst zum Affen macht. Und da sollte man echt ein bisschen aufpassen. Und hier kann ich das Eisen noch reingucken. Guck mal gerade, dass ich hier so ein bisschen mein Inventar leerer kriege. Mal diese Eier von diesen 1000 Hühnern in diesem Dorf. Ich meine, what the fuck? What the fuck? Ach ja, ich vermisse Battleblock Theater. Aha, okay, das sieht ja jetzt schon mal ganz gut aus. So. Ja. Ich wollte das mal in ganz dringlicher Sache angesprochen haben, weil es mit in dieses Verhalten reingehört, das ihr auch in Foren seht, wenn Menschen aufeinandertreffen und Rechthaberei agiert. Es ist ein, sich in eine bessere Position rücken, in eine machtvollere Position. Ich habe Recht, die anderen nicht. Meine Argumente sind die richtigen. Ich bin cooler, ich bin besser, ich bin liebenswerter, ich bin toller deswegen. Weil warum sonst sollte man immer, also außer bei sehr wichtigen Themen, wo es wirklich auf die richtige Antwort ankommt, darauf bestehen, wer jetzt zum Beispiel Recht hat, ob jetzt blau oder grün schöner ist? Wieso streiten sich Menschen also so krass über Meinungssachen, wo wir doch eigentlich alle, selbst mit dem niedrigen IQ, intelligent genug sein sollten, zu erkennen, dass das total am Mumpitz ist? Das sollte doch jedem klar sein. Warum machen wir das also trotzdem? Weil derjenige, der Recht hat, derjenige ist mit der höheren Machtposition, weil der immer besser angesehen wird, weil er ja schlauer ist. Und wer schlauer ist, kriegt ja auch bessere Partner ab, hat bessere Kinder, ist alles besser. Das ist einfach nur unser Instinkt. Und uns mit dem paaren zu wollen, das uns Gesundheit gibt, das uns stärker macht, das uns mehr Überlebenschancen bietet. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Das ganze Leben gehört einfach so dazu. Das ist vollkommen normal. Aber man sollte es halt wissen. Es ist halt blöd, wenn man es nicht weiß. Und ich fand es halt doof, dass man es nicht weiß. Und weiß, ich komme auf diese Thematik etwas häufiger zu sprechen. Aber ich werde auch immer wieder danach gefragt. Und da ich es jetzt erst neulich einfach wieder so wunderbar erleben konnte, in einem Verhalten von einer Gruppe von Jugendlichen bis Halberwachsenen, muss ich sowieso immer dramatisch finde, wenn sich Halberwachsene, also schon über 20, aber ne, da fehlt noch so ein bisschen was. Wenn die dann anfangen, sich zu verhalten und sich gegenüber Teenagern so verhalten, wo ich mir einfach denke, das ist ein Teenager und du verhältst dich gegenüber einem 15-Jährigen, 16-Jährigen selber wie 13 oder 11. Oh, das ist so gemein, das zu sagen. Ich möchte die Leute nicht über einen Kamm scheren. Ich sehe, wie krass weit entwickelt sich und wie hoch das Niveau sich in meinen Kommentaren abspielt. Und wie jung die Leute da noch sind. Also machen wir uns mal frei von diesem, du fällst dich wie. Ich weiß nicht, ich glaube, davon sollte man sich auch mal recht schnell frei machen. Denn der Erfahrungsschatz ist klar noch nicht so groß im Leben, aber ich habe auch schon Menschen getroffen in sehr jungem Alter, die haben aufgrund auch von dramatischen Umständen einen sehr breiten Horizont und einen hohen Erfahrungsschatz. Das ist gerade, wenn du in deiner Jugend zum Beispiel viele Erfahrungen mit Todesfällen und so weiter und so fort durchmachen darfst. Oh, das hat echt wehgetan. Ein bisschen tief jetzt vielleicht. Dann, du alterst einfach schneller, weil du einen ganz anderen Verantwortungsgrad für dein Leben als Voraussetzung siehst und bewusster und auf eine andere Art und Weise Dinge wahrnimmst. Und das ist ja nichts, das ist nichts Schlimmes, wenn man das nicht hat. Um Himmels Willen, also in Anführungsstrichen, ein 25-Jähriger darf sich auch immer noch gern wie ein 15-Jähriger fühlen, übernehmen und machen und tun. Es ist nämlich nirgendwo festgeschrieben, dass man sich so und so schnell entwickeln soll. Und das finde ich auch schön. Okay, in 4 Balkenhöhe müssen wir diese Zwischenkaros einziehen. Das ist ja nirgends, steht ja nirgendwo festgeschrieben. Allerdings muss man halt einfach auch dann damit rechnen, dass je nach einer Verhaltensart, ne, wie man sich verhält und wie man sich bewegt, dass man einfach anderes Reaktionsverhalten auf sich selber 1, 2, 3, 4, ja, das stimmt tatsächlich, andere Reaktionen hervorruft.
Aber ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, dass man sich im Klaren darüber sein sollte, dass man gerade, wenn man in einer Schülerfreundesgruppe ist oder auch in so einer typischen, ja, nehmen wir es mal wirklich gerade mal in so einer Gruppe von irgendwelchen Spieleservern und so, dass dort Freundschaften ja oft halt einfach zweckgegeben sind, weil man das Gleiche macht und man kommt einigermaßen klar. Da muss man sich aber überlegen, wenn wir diese Gemeinsamkeiten nicht teilen würden, hätte ich die Person überhaupt hier in meinen Freundeskreis reingezählt oder ihnen eine Chance gegeben und inwieweit entwickelt sich das Ganze weiter? Ich habe zum Beispiel feststellen dürfen, dass sich innerhalb einer Gilde, man sich über Jahre kennt, das sind viele Leute, mit denen bin ich befreundet, mit denen wäre ich aber vielleicht so nicht befreundet, weil ich gar nicht mal so viele Gemeinsamkeiten hätte. Allerdings sind da auch Leute bei, die ich in meinem Leben auf gar keinen Fall jemals mehr missen möchte. Nochmal gemacht, das waren 2 Jahre rein und habe ich die hier so gezogen, ne? Wie krass unterschiedlich das ist, aber auch wie da Machtspielchen untereinander ausgetauscht werden. Falsche Beschuldigen, also man kriegt das sehr stark mit, wenn ein Moderator einer Gilde ist. Oder Moderator irgendwie prinzipiell auf einem Server. Ich denke mal, der ein oder andere von euch kennt das. Diese Machtspielchen, die da das gegenseitig sich anschwärzen, von einem Tag auf den anderen haut man den besten Freund in die Pfanne, spricht nicht mehr mit ihm und dann am nächsten Tag ist man doch wieder BFF und zickt sich dann aber trotzdem wieder an und ich bin besser und cooler und du bist ja gar nicht so cool. Dieses Gefühl dahinter, dieses, ich denke, jeder von euch kennt das und jeder von euch kann das nachempfinden. Das Nachempfinden ist da ein ganz wichtiger Faktor. Es ist ja, wie gesagt, auf der einen Seite nichts Schlimmes, man sollte sich nur trotzdem klaren darüber sein, was man da eigentlich tut und was man eventuell sich selbst und anderen damit auch antut und muss das sein, ne? Also bei manchen Dingen muss man sich einfach fragen, muss das dann sein? Kann ich das nicht einfach auch jetzt schon mal abstellen? Warum verhalte ich mich jetzt wieder so? Das ist ein ähnliches Feeling, wie ihr es vielleicht euren Eltern gegenüber kennt. Früher war es so, als ihr noch kleiner wart, da habt ihr eure Eltern über alles geliebt, egal was sie gemacht haben. Das hat euch weder genervt noch irgendwie gestört. Da war dieses allumfassende Gefühl, jemanden zu lieben und zu akzeptieren und das Gefühl gehabt zu haben, verstanden zu sein, im Bestfall. Das kann jetzt nicht für alle reden, aber im Bestfall sollte das bei Eltern so sein. Und je älter ihr werdet, desto anstrengender wird das teilweise. Erstens mal, weil ihr natürlich Fehlverhalten von Eltern ebenfalls erkennt und euch das manchmal stört, aber ansonsten fängt es an, dass bei euch Dinge, die eure Eltern tun, euch einfach übelst auf die Nerven gehen, grundlos. Und man fragt sich, warum? Warum habe ich jetzt so zickig reagiert? Das ist halt auch ein, es zählt einfach auch an dieses Machtverhältnis dabei, weil Macht existiert ja in vielen Bereichen auch. Diese Position, die Eltern Kindern gegenüber haben, Macht über einen zu haben, will man irgendwann abschütteln. Und dann fängt man an, Machtspielchen mitzuspielen. Und dann ist man alleine nur deswegen kontra, weil es einfach so sein muss, damit man Recht haben kann, damit man es anders sieht. Eltern müssen das wissen, um damit spielen zu können. Es ist anstrengend, das Alter fängt schon, also fast schon mit dem 5. Lebensjahr fängt das dann richtig an, so loszugehen. Und es hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich in diese Trotzphase überhaupt mal annähernd reingekommen bin. Weiß das noch nicht? Ich glaube, ich gehe den vom unteren Gang aus den Turm aushöhlen. Ja. Hat sehr lange gedauert und ich habe jetzt erst manchmal, habe ich das Gefühl, so ein Verhalten wie ein Teenager an den Tag gelegt, dass ich quasi halt meiner Mutter gegenüber widerspreche, einfach nur, weil sie meine Mutter ist. Und ich verstehe das dann gar nicht. Ist es so, als hätte ich keine Kontrolle darüber? Und auch bei Freunden von früher, ich kenne das ähnliche Gefühl, das ähnliche Verhaltensgefühl, dass mit Leuten, mit denen wir befreundet sind, dass sie mir einfach plötzlich von einem Tag auf den anderen so auf den Sack gehen und ich sie am liebsten einfach in die Pfanne hauen würde. Klingt jetzt komisch, wenn man das jetzt so sagt, aber ich hoffe einfach mal, der ein oder andere kann das nachempfinden, kennt das vielleicht auch. Dieses, dass man, dass, wenn man das bewusst wahrnimmt, dieses Gefühl, dann fällt es einem eher auf. Das ist so ein, das fand ich schon so ein bisschen krass, dass mir das so früher nicht so bewusst aufgefallen ist. Und was das halt einfach auch bedeutet für Freundschaften, dass das teilweise einfach auch alles keine Freundschaften waren. Und auch, ich habe es auch immer früher nie gerafft, wenn ich mit Männern befreundet war, ab wann irgendwas Flirten ist und ab wann nicht. Ab wann sind die nur nett zu mir, weil die mir quasi ans Leder wollen? Wenn man das so an den Rock? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich trage selten Röcke. Und wenn dann mit Strumpfhose, da ist das nicht so toll, wenn man das sieht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich denke mal, ihr könnt das teilweise nachempfinden. Und der ein oder andere hat vielleicht schon was Ähnliches erlebt. Und ihr könnt vielleicht auch meinen Horizont dahingehend erweitern, dass es bei manchen einfach nicht so ist. Weil jeder Mensch ist unterschiedlich und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Freundschaften gibt, bei denen das von Anfang an gar nicht zu solchen Gedankenspielchen kommt. Ne? Also ich meine, auch bei Freundschaft gibt es Liebe auf den ersten Blick. Okay, klingt jetzt komisch, wenn ich das jetzt so sage, oder? Nee, eigentlich nicht. Weil es ist ja wahr, auch bei Freundschaften gibt es Liebe auf den ersten Blick.
und man versteht sich von Anfang an perfekt und nein, man möchte nicht miteinander schlafen oder sowas, sondern es ist genauso wie, wenn man sich in jemanden verknallt und die Hormone sagen, der Paarungsmechanismus wäre jetzt voll gut, nee. Sondern das funktioniert bei Freundschaft einfach auch. Das ist dann übrigens auch die bessere Beziehung, wenn man mit so jemandem eine Beziehung eingeht, ne? Weil man sich dann anfängt, lieben zu lernen und der Paarungsmechanismus stellt sich teilweise von ganz alleine irgendwann ein. Das ist ja auch das Gefährliche bei sehr engen Freundschaften, wenn man dem anderen Geschlecht eingeht, weil das gerne eifersüchtig machen kann, obwohl es das nicht braucht. Naja, dem ist manchmal ein bisschen kompliziert. Was heißt manchmal ein bisschen, immer dauerhaft? Aber dieses, was ich halt einfach auch immer wieder sehe, und ich habe vielleicht zu viele Bücher über die Psychologie gelesen, aber es hat mich super interessiert und ich musste ja auch verstehen, warum meine Klassenkameraden sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Das erklärt halt alles. Ja, Freud hat das auch nochmal ganz gut in ähnlicher Weise mal zusammengefasst, aber ich finde, er sieht das immer viel zu drastisch. Bei Freud ist das immer jedes Mal ein Problem mit der Mutter. Und ganz ehrlich, Freud hatte selber ein ganz schön großes Problem mit sich selbst. Und es stimmt schon, dass diese ähnlichen Verhaltensparameter und Probleme dann darauf basieren und dass dann das, ich glaube, ich muss hier den Gang nach unten ein bisschen anders gestalten. Machen wir es mal so, mal schauen, was dann daraus wird. Aber es stimmt schon, es stimmt einfach schon. Und da muss man sich im Freundeskreis auch manchmal drüber klar sein, ab wann halt vielleicht solche Machtspielchen untereinander wirklich so lächerlich sind, dass man es doch lassen sollte, weil wir sind zwar immer noch Trockennasenaffen, aber wir tun doch immer so, als wären wir ein bisschen weiterentwickelt. Und dann sollte man vielleicht doch auch zusehen, dass man sich dementsprechend nicht immer verhält, wie frisch aus dem Zoo ausgebrochen. Ist das jetzt überhaupt hier richtig so? Ja, teilweise sogar. Und ich möchte euch deswegen halt mal das Nachdenken darüber ans Herz legen. Denn ich sehe das halt einfach auch immer wieder in Foren, sogar unter Freunden in Foren und auch gerade in solchen Artikeln sehe ich einfach immer wieder unterschwellig diese ganzen Machtspielchen, diese Kämpfe und dieses Recht haben wollen und der ist besser und ich weiß alles besser und sowieso. Und manchmal geht mir das einfach furchtbar auf den Sack und ich bin selber so ein rechthaberisches Miststück. Und deswegen kotzt es mich umso mehr an und ich möchte halt einfach an diesem Verhalten so viel ändern, wie ich nur kann. Und das ist nicht leicht. Aber je mehr man sich dessen bewusst wird, desto besser, sage ich einfach mal, ja? Desto höher sind die Chancen, dass man sich vielleicht eines Tages wirklich davon löst. Und es ist so schwierig und es ist so, ich finde es halt dann immer wieder so schade, wenn ich einfach wirklich sowas sehe unter einer Clique von Menschen, die einfach dann teilweise eine Person rausziehen und zerstören, einfach nur wegen dem Machtspielchen. Und ich habe gerade in der letzten Zeit bei euren Kommentaren, da kommen einem manchmal einfach echt auch die Tränen, was da gerade so erlebt wird, auch gerade in Freundeskreisen, wie oft das passiert, wie oft das schon bei euch passiert ist, dass man systematisch von einem eigenen Freundeskreis kaputt gemacht wird. So, ich weiß überhaupt nicht, wie ich diesen Eingang hier gestalten soll. Oh doch, ich habe eine Idee. Und das tut dann echt weh. Und manchmal muss man sich überlegen, hat man nicht selber mal dazu beigetragen? Habe ich selber schon mal etwas getan, was in diesen Bereich hineingeht? Deswegen möchte ich das ganz gerne ansprechen, weil das kann nämlich schneller passieren, als man sich das selber so klar gemacht hat, als einem das selber so bewusst ist. Guck nicht raus, ne? Dann kann ich das nämlich auch ein bisschen nach oben mit Kobbel machen. Ja, dann ist das hier halt so total offen. Ich hätte halt gerne, dass das ein bisschen abgeschlossen ist, aber man kann ja auch den Turm anders gestalten. Tja, das war mir nur jedenfalls heute in der Folge ein ganz wichtiges Thema. Und es ist halt einfach für mich immer die Möglichkeit, das mal anzusprechen und vor allen Dingen mit jungen Leuten auszutauschen, weil meine Erinnerungen an solche Erlebnisse und solche Geschehnisse sind halt teilweise auch schon so ein bisschen älter, weil meine Pubertät liegt halt, meine Jugend liegt halt doch schon 10 Jahre zurück. Ich bin so alt. Okay, alles gut. Morgen werde ich noch viel älter. Warum? Solange da noch keine 3 davor steht, ist doch alles in Ordnung. Soon, TM. Ich habe halt einfach mit euch als Zuschauern immer die Möglichkeit, da was dazuzulernen und Erfahrungsberichte auszutauschen. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt dazu, ob ihr in dem Bereich euch sagen könnt, ja, Mensch, doch, ich kenne Ähnliches und ich kenne auch ähnliche Problematik oder ähnliche Gefühle oder
habe sowas auch schon mal selber erlebt und das würde mich jetzt nochmal sehr interessieren, ob wir da nicht eventuell ein oder die ein oder andere interessante Information für uns zusammen rausziehen könnten, die uns ein bisschen schlauer macht und ein bisschen weiser macht. Denn das möchte man ja immer. Nicht nur, weil man sich, wenn man schlauer und weiser ist, besser fortpflanzen kann. Das glaubt das Gehirn jedenfalls, das ist nicht so. Sondern, nein, einfach zum Verständnis der Umwelt und Verständnis der Menschen um einen herum. Es geht mir immer darum, immer jeden Tag ein Stückchen besser zu werden, um das Leben von anderen Menschen ein Stückchen besser machen zu können, da ich sie ein Stückchen besser verstehe. Das ist so der Tenor dahinter. Und ich denke, das ist eigentlich das, was man jeden Tag anstreben sollte. Und was für mich so mein Sinn des Lebens ist. Für mich persönlich ist das mein ganz persönlicher Sinn des Lebens. Ich glaube, ich habe den Gang hier so ganz gut geregelt. Dann könnte man noch hier rein, das könnte hier so vorratsmäßig was sein. Muss ich mir mal genauer angucken, ob ich das so machen kann, machen möchte, machen will. Ja, und ich bin sehr gespannt, was eure Kommentare zu diesem Thema sagen werden. Denn das ist so ein, da kann man noch sehr lange drüber reden. Das kann man auch noch ein bisschen weiter ausführen. Da gibt es noch mehr Thematiken dazu. Vielleicht auch Beispiele. Vielleicht bekomme ich ja sogar von euch Beispiele. Ich möchte jetzt nur einfach gerade keine konkreten Beispiele nennen, sonst nachher fühlen sich noch irgendwelche Leute angesprochen oder sowas. Weil man doch sehr oft sich selbst drin wieder sieht. Also ich, wie gesagt, ich finde mich auch in solchen Geschichten gerne selbst wieder. Denke mir einfach so, ja, da warst du in einer Clique mit Freunden und da hat man dann halt keine Ahnung, was weiß ich nicht was, teilweise echt bei den eigenen Leuten in der Freundesklique gedacht, boah, was ist das für eine dumme Kuh? Und trotzdem hat man halt nett noch mit denen geredet und da denke ich einfach so, dann musst du denen aber einfach sagen, ja, in der Clique, so also als Kumpels funktioniert das, aber als Freunde funktioniert das nicht. Da muss man dann aber nicht so auf dieses BFF-mäßig oder so tun. Ich habe das teilweise früher einfach schon aus Angst dann immer mitgemacht, weil ich nicht wollte, dass ich wieder in der Gruppe ausgeschlossen werde. All das zählt dazu. Da findet man sich oft selbst wieder, aber meistens, ich habe halt immer sehr stumm auf solche Sachen reagiert und gar nicht reagiert, beziehungsweise mich dann einfach von diesen Leuten entfernt und dann hat man irgendwann niemanden mehr, wenn man diesen ganzen Klickenscheiß nicht mitspielt. Hast du irgendwann niemanden mehr. Und das ist halt auch traurig. Und deswegen, wenn man sich dessen bewusst ist, eine aktive Freundschaft zu schaffen, einen Freundeskreis zu schaffen, in dem diese Dinge ehrlich ausgesprochen werden und in dem solche Sachen nicht gemacht werden, das ist schon so eine sehr wichtige Sache. Und ich kenne das halt einfach von meinen näheren, engeren Freunden, dass wir dann darüber nachdenken, ja, aber wir können doch jetzt nicht das und das machen. Dingens kann gerade nicht oder Dingens Bums ist nicht da und dann verpassen wir das zusammen. Und bei einem Machtspielchen-Freundeskreis läuft das Ganze mehr darauf, Dingens ist gerade nicht da, ja, lass uns das mal machen und dann reiben wir es uns ihm unter die Nase. Solche Sachen tatsächlich habe ich fast eins zu eins schon in Gesprächen gehört. Und dann, zack, kann man wieder mal ein bisschen ausschließen und ein bisschen so weiter unten in dieses blöde Alpha-Wölfchen-Verhaltenskette machen, als wären wir ein ganz komisches Rudeltier. Ja, nicht mal bei Wölfen ist das so. Bei Wölfen ist das ehrlich. Da gibst du dem aufs Maul und dann ist der weiter unten in der Kette und du musst weiter oben. Und hier ist es, das ist so ein verlogenes psychisches aufs Maul geben. Manchmal wäre es mir lieber, die Leute würden dir dann einen in die Fresse hauen. Nee, eigentlich auch nicht. Einfach ins Gesicht sagen, nein, ich bin besser und cooler als du. Ich will jetzt über dir stehen. Dann weißt du ganz genau, okay, tschüss, geh weg, nie wieder. Das ist viel leichter und viel einfacher dann in dem Moment. Ich weiß nicht. Also ich bin froh, dass ich keine Freunde mehr habe, bei denen man einen Unterschied hat zwischen ich will schlafen, Mann! Dass ich inzwischen Freunde habe, bei denen man danke. Das ist so schön. Ja, wenn jemand auf meiner Karte ist, kann ich mich nicht ins Bett legen. Ach, ist das lustig. Ich feiere das gerade voll. Das finde ich super. Die dürfen mich ja stalken. Alles kein Problem, ja. ja, wo will ich sagen? Dass ich einen Freundeskreis aufgebaut habe, wo wir uns alle auf Augenhöhe begegnen. Das ist etwas echt Großartiges. Und wenn ihr solche Leute habt, dann sagt ihnen das. Und haltet sie fest und teilt eure Liebe zu dieser Person mit, weil das ist wichtig, damit man auch ein Wertigkeitsgefühl hat gegeneinander. Also ich bin ja zum Beispiel eine furchtbar schlechte Freundin, weil ich mich ja nie... Ich wollte ins Haus laufen, lauf dran vorbei, weil ich mich ja nie perfekt um alles und jeden kümmern kann. Ich habe Angst vor diesem Knopf!
Den drücke ich morgen. Okay, jetzt haben wir wieder eine ganz schön lange Zeit gequasselt und gequatscht und gequakt. Über ein Thema, das mir aber einfach nochmal sehr im Herzen lag. Es ist ein schwieriges Thema, es sind mehrere Themen ineinander. Und das ist für mich deswegen nicht ganz so einfach, mich da immer perfekt auszudrücken. Aber ich denke mal, ich konnte schon den ein oder anderen Denkanstoß bringen und würde mich deswegen auch freuen, wenn ihr mich korrigiert natürlich. Oder wenn ihr eure Meinung zu meiner, das ist ja auch letzten Endes subjektiv und objektiv, was ich von mir gebe, dass ihr vielleicht der ein oder andere auch wieder jetzt eine neue Perspektive für sich dazu gewonnen hat. Und ansonsten könnt ihr mir eure Perspektiven dazugeben, das macht es mal ein bisschen einfacher. Und ja, wir sehen uns, würde ich sagen, das nächste Mal wieder bei Minecraft, mein Vlog. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Bewerten, fürs Dabeisein, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Feedback geben, fürs Ausschalten des Adblockers, weil das ist ein Punkt, damit könnt ihr einen YouTuber dramatisch unterstützen, sagen wir es einfach mal so. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, wir singen!